Welcome back to another German food review, and it's pizza time. Domino's Pizza. Yeah, it's Monday. 5 euro for a medium pizza. Yeah. Here you can see the price, 5 euros, and you can see my name. And it's a salami. Yeah, this is cryptic here. It's a salami special, but this time I chose a different pizza crust. Yeah, let's take a look. Two dips extra here, but 30 cents a dip, yeah, not for free this time, unfortunately. Okay, let's open it. Okay. Yeah, it's just a correct crust here. I don't know, looks like the normal, look, does, is this the normal one? No, it looks different. I'm not sure. Let's taste it. Yeah. And this is, yeah, pizza salami. It's very, yeah, simple, straightforward. Just cheese and salami. And let's eat here. Okay. I'm not sure if this is correct crust. I don't think so. But yeah, let's eat it. Okay, you can see the salami and the cheese. That's it. And the crust. Wow, nice, salty, and fatty. Yeah, I don't know if this is the correct crust. Maybe. Very yummy. Yeah, salami pizza is okay. Nice, and for 5 euros, yeah, this looks good. Yeah. Tastes awesome. The cheese, very salty, very fatty. Yeah, look at this fat again. Very simple, but I like it a lot. At least today. Yeah. And I think it's not the normal crust. Yeah, it's thinner. It's also very good. Yeah, and fits for the salami type. Okay, awesome too here. Let's eat this a little bit. Look at this. That's insane, isn't it? Yeah, this, yeah, it's okay. It's a different crust. Look how thin this is. Nice. Oh, stacked on top of each other. Okay. Yeah. Good. I really like this crust. Actually, I like both. But here for the salami pizza, this is that fits here. That's very nice.
Ja, one more slice. And a lot of salami, nice. And I can feel the fat. That is super fatty. Oh. Mm. But it's delicious. Yeah, there are a lot more pizza companies around here, but Domino's has the best offers. Yeah, €5 for this one. Yeah, this is excellent, I would say. Yeah, thumbs up for this pizza, and this classic style pizza crust is nice. Yeah, definitely nice. Okay, yeah, thanks for watching. I continue in German. Heute gibt es hier wieder eine Pizza, diesmal allerdings, wie ihr sehen könnt, Salami Spezial. Aber da ist nichts Spezial dran, ist einfach nur Käse und Salami. Kleine Sekunde. Was ist hier? Und hier seht ihr den Preis, ja, 5 Euro wieder. Und mein Name ist ja reduziert. Jeden Montag im November eine Medium-Pizza für 5 Euro und man sieht, die sehen normal aus, nicht gespart oder so. Ja, das finde ich sehr gut. Ja, 29 cm ist die groß. Kalorien kann ich leider nicht sagen, aber guckt euch das mal hier an. Das sieht schlimmer aus als bei der Supreme. Und das Besondere diesmal hier dran ist, ich habe einen anderen Pizzaboden genommen. Und zwar Classic Style. Und ihr seht, wie dünn der hier ist. Das gefällt mir super. Ja, hier ist es ein bisschen dick. Aber es ist nicht überall so dick. Ja, ist hervorragend, der Boden. Den merkt man kaum, aber schmeckt trotzdem lecker. Und jetzt muss ich leider essen. Was ist das? Ah, Tomatensauce. Achso, ja, Tomatensauce ist natürlich noch drauf. Ja, irgendeine Soße ist immer drauf. Tomatensauce, Doppeltkäse, Salamischeiben und Classic-Style-Pizzaboden. Verdammt, davon hätte ich auch locker 2 geschafft. Nächste Mal. Hm, guck mal, wie das glänzt. Ja. Warum glänzt das so? Ich habe extra Pizza Salami ausgewählt, weil es irgendwie zu diesem Classic Style passt. Es sieht irgendwie gut aus. Und ich muss sagen, es schmeckt auch hervorragend. Ja, also man kann den ruhig nehmen. Der ist genauso gut wie der Domino's Original. Ja, sehr lecker. Und hier ein Dip. Diesmal musste ich 30 Cent bezahlen pro Dip. 60 Cent insgesamt. Ja. Mmh. Ja, der ist lecker. Jetzt habe ich noch ein Stück. Und guckt euch mal dieses Fett an, ja. Wow. Hohoho.
Das ist richtig extrem. Aber schmeckt gut. Und hier ist das letzte Stück. Ja, würde dir gerne reinbeißen mal. Ja, einfach hervorragend. Es gibt hier natürlich noch viele andere Pizzaläden, aber ich muss sagen, Domino's hat irgendwie die besten Angebote. Die haben irgendwie immer ein Angebot. Man kann immer einen Pickup-Deal machen. Da kriegt man eine Pizza für 5 Euro. Dann jetzt das hier. Und ich wette, zu Weihnachten oder so haben die auch was. Ja. Und Joey's Pizza ist ja auch in der Nähe. Aber ja, da muss ich halt das Doppelte bezahlen. Und ja, das werde ich auch noch irgendwann reviewen. Aber ja. Im Moment nehme ich lieber Domino's. Alles klar. Als Rating gibt es dafür einen Daumen nach oben. Dieser Classic-Style-Boden und Pizza-Salami passt hervorragend zusammen. Sehr, sehr lecker. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.